Hi, ich bin Johannes von Lesen.net und das hier ist der Kindle Voyage. Wir sehen hier schon eine durchgehende Displayverglasung, also wirklich Glas, ist kein Plastik mehr, wie beim Kindle Paperwhite noch. Und hinter dieser planen Oberfläche verbirgt sich das eigentliche Highlight, ein 6 Zoll E-Inkarta-Display mit einer Auflösung von 1440x1080 Pixeln. Ist die höchste Auflösung, die wir jemals bei einem E-Book-Reader gesehen haben. Dadurch ist das Gerät allerdings auch relativ teuer. Amazon will 190 Euro für den Kindle Voyage haben. Spricht sich tatsächlich Voyage aus, nicht Voyage oder ähnliches in Deutschland, sondern Voyage. 190 Euro ist eine Stange Geld, 80 Euro mehr als der Kindle Paperwhite kostet zum Beispiel. Ob das Gerät diesen Preis wert ist, was davon zu halten ist, ob das Display die Versprechen erfüllt, das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir uns den Kindle Voyage mal aus der Nähe an. Das Gerät steckt hier in einem Origami-Cover, Original Amazon, das 60 Euro kostet in der Lederausführung, die wir hier haben. 45 Euro in der Ausführung im Kunststoff. Schauen wir uns in einem separaten Review nochmal genauer an. Hier nur ganz kurz mal eine Preview. Ich nehme den Voyage mal raus. Wir sehen hier schon, eine Sleep-Funktion hat das Cover. Schalte ihn aus. Und wandern dann einmal ums Gerät rum. Wir sehen hier die schon angesprochene plane Oberfläche, also eine durchgehende Verglasung. Hat durchaus auch praktische Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel blättere. Durchwischen, dann stürzt der Finger hier nicht ab oder umgekehrt, wenn ich so herumblätter, dann komme ich nicht an eine Kante hier, wie das beim Kindle Paperwhite der Fall war. Hier haben wir ihn, also wenn ich hier blättere, sieht man schon, komme ich hier an die Displaybegrenzung. Das ist hier nicht der Fall. Ansonsten sehen wir auch schon, dass sich doch insgesamt einiges geändert hat. Also die Geräte sind deutlich unterschiedlich groß, unterschiedlich dick auch. Wenn ich die beiden Geräte hier nebeneinander lege oder das noch besser mal so halte, dann sehen wir jetzt, der Kindle Voyage 1,5 mm dünner ist. Das ist doch schon eine ganze Menge. Wiegt auch ein bisschen weniger, 180 Gramm wiegt der Kindle Voyage. Der Kindle Paperwhite 2 bringt 206 Gramm auf die Waage, also 26 Gramm Unterschied, 1,5 mm Unterschied, das macht sich schon wirklich bemerkbar. Der An-Aus-Button ist von der Unterseite auf die Rückseite gewandert beim Kindle Voyage. Wir sehen hier schon eine ziemlich fingerabdruckanfällige Rückseite, das trifft insbesondere auf diese obere Applikation zu. In glänzender Klavierlack-Optik gehalten. Ist sicherlich Geschmackssache, mein Geschmack trifft Amazon damit mit Sicherheit nicht. Also ist so ein bisschen Tablet-Look, ist auch der Look, den die Kindle Fire HDX-Tablets haben, aber ist nichts, was ich jetzt bei dem E-Book-Reader unbedingt haben wollte. Im Vergleich dazu, Kindle Paperwhite 2 hat hier eine klassisch schwarze, matte, durchgehende Rückseite. Ist ein Unterschied, darüber hinaus haben wir hier keine Tasten auf der Vorderseite oder an den Seiten. Haben hier den Anschluss fürs Micro-USB-Kabel, was zum Lieferumfang gehört. Ein USB-Netzteil müsste separat erworben werden. Und was uns hier auf der Vorderseite schon auffällt, sind die Page-Press-Sensoren, mit denen hier links und rechts vom Display alternativ zum Touchscreen umgeblättert werden kann. Das schauen wir uns gleich nochmal in der Praxis an. Wir sehen hier das Hauptmenü des Kindle Voyage, auf das ich gar nicht allzu lange eingehen möchte. Da hat sich im Vergleich zu Kindle Paperwhite, Kindle Paperwhite 2 nichts getan. Ich gehe stattdessen mal in ein Buch rein und schaue mir mal die Textanzeige an, die ja das Alleinstellungsmerkmal schlechthin des Kindle Voyage sein soll, gerade gegenüber dem Kindle Paperwhite. Wir haben hier es wie gesagt mit einer Textanzeige von 1440x1080 Pixeln auf 6 Zoll, sprich 300 ppi zu tun. 300 ppi, wir erinnern uns, ist das, was Apple Retina-Auflösung genannt hat, seinerzeit beim iPhone. Und entspricht eine Anzeige, die doch sehr, sehr knackig, sehr, sehr scharf ist und ja, schon für einen kleinen Aha-Effekt auf jeden Fall bei mir gesorgt hat. Wir schauen uns das mal ganz aus der Nähe an, stellen scharf und sehen hier eine unbeleuchtet, sehr, sehr scharfe, sehr, sehr akzentuierte Anzeige. Also man hat das Gefühl, gerade so in der Realität, dass einem die Buchstaben wirklich anspringen. Wenn ich mal den Kindle Paperwhite 2, hier sehen wir ihn rechts, daneben lege, finde ich das nochmal doch ein Qualitätsunterschied. Also jetzt sind die beiden Geräte auf der gleichen Höhe und der Text links ist schon wirklich ja, klar, schärfer, klar strukturierter im direkten Vergleich. Ich schalte die Beleuchtung ein. Wir haben einen integrierten Helligkeitssensor, sieht man hier oben, der die Beleuchtung abhängig macht oder anpasst, abhängig von der Helligkeit in der Umgebung. Das ist komplett aufgedreht, die Beleuchtung.
so. Das mache ich auch mal beim Kindle Paperwhite und sehe hier, dass das Display des Voyage klar heller ist erstmal und aber auch neutraler. Also beim Kindle Paperwhite 2 haben wir doch einen leichten Gelbstich schon immer gehabt im Prinzip. Auch ein sehr helles, sehr klares Display, aber kein Vergleich zum Kindle Paperwhite, zum Kindle Voyage, den wir hier links sehen und der ja maximal einen leichten Blauton hat, aber in meinen Augen doch eine sehr neutrale Ausleuchtung hat. Um da auch mal ganz kurz einen Vergleich zum Tolino Vision 2 zu ziehen, der ein bisschen unfair ist, wie ich finde, weil da doch 60 Euro zwischen dem Vision 2 und dem Voyage liegen, aber der einfach anzustellen ist, weil das ja der EPUB-Gegenspieler zum Kindle Voyage ist. Unbeleuchtet erstmal der direkte Vergleich. Sehen wir auch einen helleren Hintergrund, den wir hier beim Kindle Voyage haben. Ist die Beleuchtung aus? Nein, ist sie nicht. Jetzt ist die Beleuchtung aus. Immer noch ein leicht helleres Hintergrundbild, also insgesamt ein besserer Kontrast. Und wenn wir die Beleuchtung hier einschalten, bei beiden maximieren, sehen wir, das haben wir auch schon in unserem Video auf der Frankfurter Buchmesse gesehen, dass es hier doch einen klaren Helligkeitsunterschied oder einen Helligkeitsvorteil für den Kindle Voyage gibt. Ein Tolino Produktmanager hat mir gesagt, dass das durchaus beabsichtigt so. Hintergrund einfach Akkulaufzeit maximieren. Letztendlich ist es aber schon so, dass gerade in hellen Umgebungen, also sprich, wenn ich unter der Sonne lese, sei es am Strand, sei es im Café, ein hellerer Bildschirm wie in der Kindle Voyage hier aufweist, schon klare Vorteile beim Kontrast hat. Ich blätter hier mal ein bisschen. Das geht, wie gesagt, über den Touchscreen oder auch über diese neuartigen PagePress-Sensoren. Das klappt auch sehr gut. Ich bekomme hier immer ein kleines haptisches Feedback, wenn ich blättere. Also es vibriert ein ganz kleines bisschen. Und der Vorteil liegt auf der Hand im Wortsinn. Oder wir sehen es ja schon. Ich muss im Prinzip den Daumen oder kann den Daumen hier dauerhaft ruhen lassen und muss ihn einfach nur ein bisschen drücken zum Blättern. Hier oben wird zurückgeblättert, hier unten wird vorgeblättert. Schauen wir uns mal die Textanzeigeoption an. Möchte ich auch nicht allzu lange drauf eingehen, weil im Prinzip sich da nichts getan hat im Vergleich zum Kindle Paperwhite. Wenn ich hier ein Wort markiere, dann sehe ich hier ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch, Oxford Dictionary of English. Gehen wir da mal drauf und kann mir das Ganze dann auch auf Deutsch umstellen, also ein deutsch-deutsches Phrasenwörterbuch letztendlich. Kann das Wort bei Wikipedia nachschlagen. Ich weiß nicht, ob ich im WLAN drin bin. Sieht gut aus, also habe hier dann die Wikipedia-Definition, den Wikipedia-Artikel zum Wort, kann das Wort suchen oder kann eine Suchfrage anführen, kann hier auch die Optionen einblenden lassen, die ich habe, wenn ich mehr als ein Wort markiere, also kann das Wort markieren, eine Notiz dazu hinzufügen, das Ganze über Social Media teilen oder auch einen Fehler melden. Die Markierungen und die Notizen, die ich anlege, die werden synchronisiert zusammen mit der zuletzt gelesenen Seite über verschiedene Geräte hinweg. Also wenn ich eine Kindle-App auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Android-Device, auf PC, Mac und so weiter habe, dann werden alle diese Infos, die ich hier im E-Book auf dem Kindle Voyage hinterlege, automatisch weiter synchronisiert. Das geht bei Amazon komfortabler als irgendwo sonst. Genug davon, ich gehe aus dem Buch raus und stattdessen in eine PDF-Datei rein. PDF-Dateien gehören immer noch zu den am meisten gelesenen Dokumenten überhaupt. Ich habe hier eine 18 Megabyte schwere PDF-Datei der Taz, der Tageszeitung. Sehe, dass die sich relativ schnell geöffnet hat. Will jetzt mal hier reinzoomen, pinch to zoom. Und sehe, dass das geht, aber jetzt auch nicht mega fix, muss man sagen. Also es ist doch immer noch ein bisschen Ruckelei. Und wenn ich hier im Text ein bisschen navigiere, mir das genau anzeigen lasse, also Textanzeige ist natürlich exzellent, das war auch nicht anders zu erwarten. Wie gesagt, Display sucht einfach seinesgleichen. Ja, insgesamt ist es schon so, dass ja, die Navigation, finde ich, noch ein bisschen optimierungsbedürftig ist. Vorteil auf jeden Fall sind die PagePress-Sensoren hier, also ich kann einmal ganz normal zoomen, auf diese Art und Weise und blättern dann über die PagePress-Sensoren. Jetzt haben wir hier schon was beobachtet, ups, was ich auch schon einige Male gesehen habe. Also man sollte mit den Bewegungen nicht allzu hektisch sein und nicht allzu schnell blättern. Dem Gerät ruhig ein bisschen Zeit geben, das Rendering abzuschließen, ansonsten kommt es auch immer wieder zu Haklern. Ich gehe mal auf eine neue Seite, will jetzt in den Text hier reinzoomen.
Weiß nicht, ob der Device jetzt den Befehl angenommen hat. Da ist was passiert, aber nicht das, was ich wollte. Also, dass man als kurzes Beispiel dafür, dass die PDF-Funktion nach wie vor optimierungsfähig ist oder wäre, weil Amazon einfach keine Priorität drauf legt, weil da im Prinzip seit Jahren sich nichts getan hat. Textanzeigeoptionen wollte ich es aufrufen, hat auch nicht so ganz geklappt. Genau, also ich kann hier im Prinzip nur zu einer Seite gehen, aber ich habe keine Möglichkeit, in Zoom zu loggen, wie das bei Sony Geräten zum Beispiel der Fall war, also wie es bei Sony im Prinzip schon seit 3, 4, 5 Jahren möglich ist. Habe keine Möglichkeit, PDF-Reflow einzustellen, habe keine Möglichkeit, Seitenränder abzuschneiden. Also gibt auch hier eine Menge Funktionen nicht, die bei Sony-Geräten, teilweise auch bei Pocketbook seit Jahren Usos sind. Und hier wird Amazon dem Premium-Anspruch ganz klar nicht gerecht. Andererseits, wie gesagt, legt Amazon einfach keine Priorität drauf, die PDF-Funktionen zu verbessern, sondern legt stattdessen die Priorität auf Store, auf anderen Firmware-Features, auf anderen Bereichen. Apropos, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Textbearbeitungsfunktionen zurück. Etwas, was viele interessiert ist, wie kann ich mir einen Text anzeigen lassen und was für Arten. Habe hier diverse Textgrößen, diverse Schriftarten zur Auswahl, Zeilenabstand kann ich ändern, Seitenränder in 3 verschiedenen Stufen ändern. Was ich nicht machen kann, ist, mir die Ausrichtung zu ändern. Also ich kann hier nicht die linksbündige Anzeige, die ich gerade habe, auf Blocksatz umstellen oder auf eine rechtsbündige Anzeige vielleicht auch. Und ich kann auch keine Silbentrennung hier aktivieren. Also bei einigen Sätzen sieht man es hier schon. Also bewohnt könnte hier getrennt sein, aber ist es nicht. Oder hier noch extremer. Eine Kurie war für ihn zurechtgemacht worden. Das ist etwas unschöner Flattersatz, den man aber hier nicht zumindest mit Amazon, Kindle, Voyage, Hausmitteln in den Griff bekommen kann. Ein kurzer Blick in den Kindle Store noch, das geht über den Einkaufswagen hier oben. Wir haben hier über 3 Millionen E-Books zur Auswahl, darunter 100.000 Exklusivtitel, also Self-Publisher-Titel, die exklusiv bei Amazon publiziert werden, darunter auch qualitativ sehr hochwertige Titel, generell zu einem relativ niedrigen Preisniveau. Und gerade im englischsprachigen Bereich haben wir auch sehr gute Preise. Englischsprachige E-Books unterliegen ja nicht der Buchpreisbindung, sodass Amazon da die Preise macht und da die Preise auch sehr, sehr konkurrenzfähig, um es mal vorsichtig zu formulieren, gestaltet. Gerade englischsprachige Kindle-Deals der Woche, des Monats, da gibt es eigentlich immer ganz gute Deals zu machen. Nachteil, allgemein bekannter Nachteil, dürfte inzwischen auch sein, dass man, wenn man sich ein Kindle zulegt, auch weitgehend eingeschränkt oder weitgehend gebunden an Amazon ist, was Kauf-E-Books betrifft, weil der Kindle eben nicht Adobe DRM für EPUB und PDF-Dateien unterstützt. In diesem Adobe DRM liegen aber die meisten EPUB-Dateien vor, die bei Thalia, bei ebook.de, bei weltbild.de, also in offenen E-Book-Stores zu haben sind. Das hat erstmal keine praktischen Auswirkungen. Die Auswahl bei Amazon ist im Prinzip vollständig. Man bekommt alles, was man haben will. Aber wenn man irgendwann mal keine Lust mehr auf die Kindle-Plattform auf Amazon hat, sich einen anderen E-Book wieder holen möchte, dann kommt man vor Probleme, weil die E-Books, die bei Amazon verkauft werden, zu einem sehr großen Teil ebenfalls kopiergeschützt sind und man diese kopiergeschützten E-Books nicht ohne weiteres, sprich auf legalem Wege, aus der Amazon-Plattform herausbekommt. Letztendlich ist es dann schon ein sehr großer Login-Effekt, der da entsteht und eine sehr enge Bindung letztendlich, die man hier eingeht, wenn man sich so ein Gerät hier kauft. Mein Fazit zum Kindle Voyage: Die Kernkomponente eines jeden E-Book-Readers ist ein Display und da ist der Voyage einfach konkurrenzlos gut. Die hohe Auflösung macht sich definitiv bezahlbar. Das Schriftbild ist sehr knackig, sehr scharf, sehr kontrastreich. Die Beleuchtung ist ausgewogen, neutral. Kurzum, es macht einfach Spaß, auf diesem Gerät zu lesen. Dazu trägt auch PagePress bei. Die Blättersensoren links und rechts gefallen mir sehr, sehr gut. Ist sehr intuitiv und ja praktikabel, mit den PagePress-Sensoren zu blättern, anstatt über das Display zu wischen. Man muss die Finger im Prinzip nicht mehr bewegen beim Lesen. Das ist schon wirklich ein Komfortplus, was es da gibt. Unter dem Strich definitiv das Gerät mit der besten Textanzeige, was man derzeit für Geld kaufen kann. 190 Euro, wie gesagt, und damit 80 Euro mehr als der Kindle Paperwhite. Hier haben wir ihn. Ist schon auf jeden Fall ein heftiger Preisunterschied, wenn man bedenkt, dass der Kindle Paperwhite 2 auch ein sehr, sehr gutes Lesegerät ist, auch mit einer sehr guten Textanzeige. Kommt nicht an den Kindle Voyage heran, wie gesagt, aber ist trotzdem ein Gerät, mit dem man auch Spaß haben kann. 60 Euro beträgt der Aufpreis zum Twilio Vision 2, ein Gerät, das ja offener konzipiert ist, was das Ökosystem betrifft, wo man die E-Books, die man zum Beispiel dann bei Thalia kauft, auch auf einem Twilio Vision lesen kann, den man bei ebook.de gekauft hat, oder
wo man später auch zu einem Kobo-Lesegerät wechseln kann und seine E-Books mitnehmen kann. Das ist bei Amazon nicht der Fall und das ist definitiv ja, ein Aspekt, den es zu bedenken gilt. Was das reine Leseerlebnis betrifft, auch den Lesekomfort betrifft, die Sync-Optionen betrifft, App-Ökosystem, Kindle Store, also die Auswahl dort, ist der Voyage schon wirklich State of the Art. Und wenn es darum geht, einfach nur das beste Lesegerät, das beste Leseerlebnis zu haben und den Euro vielleicht auch nicht zweimal umdreht, dann ist das hier das Gerät, was es zu kaufen gilt.